So, und auf dem Boden. Nehmen Sie sofort die Hände in die Höhe. Moin und recht herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Video LSPDFA bei diesem schönen Sonnenuntergang. Es ist ja ein Aufgang, egal. Auf jeden Fall dürfen wir heute mit dem neuen T6 von DFL der Bundespolizei eine Runde drehen. Ich darf den Wagen testen. Ich finde ihn recht nice, weil das ist mal was anderes. Das ist mal ein Bundespolizeiauto, nicht so wie sonst die normalen Polizeiauto. Dann close ich mal alle Türen. Wir sind heute hier am Hafen unterwegs, werden ein paar LKW und Fahrzeuge kontrollieren. Dann würde ich mal sagen, ist das hier gleich auch unser erster Kandidat. Wir haben wieder eine RTK 7 auf dem Bus, deswegen habe ich auch wieder die RTK 7 Sirenen installiert. Was war denn das jetzt? So, dann stelle ich mich hier mal hin und kontrolliere den mal. So. Mal schauen. LKW ohne Trailer. Das heißt, er hat wohl keinen Job. So, bitte einmal Ihre Dokumente. Gut, wenn Sie mir jetzt verweigern, Ihre Fahrerlaubnis zu zeigen, werde ich einmal schauen, ob Sie überhaupt eine haben. Es geht einfach nicht. Ich wollte das vorhin schon machen, es ging nicht. Ja, jetzt weiß ich, glaube ich, warum. Ja, gut, okay. Ja, dann kann ich Ihnen leider keine Strafe geben, aber ich denke mal, Sie haben keinen Führerschein. Deswegen steigen Sie mal bitte aus. Weiterfahren dürfen Sie nicht mehr. Der LKW wird jetzt beschlagnahmt. Weil, ja, ist halt so. Und Sie dürfen noch zu Fuß weitergehen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Tag. Und ja. Ja, werden Sie mal einen Augenblick später losgefahren, dann werden Sie mir nicht begegnet. Ja, ja, ja. So. Würde ich mal schauen, dass wir vielleicht auch die Fahrzeuge mal kontrollieren. Vielleicht ist da vorne ja auch ein Wagen geklaut oder so. So. Sieht das bescheuert aus. Der Abschlepper mit dem LKW drauf. Stelle ich mich hier mal rein. Und kontrolliere mal den Granger. Oha. Keine Zulassung. Gut. Dann hole ich hierfür einen Abschlepper. Und dann. Ne, erstmal abkontrollieren. Fahrzeugabfrage. Hier passt alles. Ich glaube, vorher hätte den jetzt abschleppen lassen. Das wäre asozial gewesen. Oha, das wäre doof. Dann würde ich sagen, fahre ich mal weiter und schau, was sich so ergibt. Bis gleich. So, da haben wir hier wohl welche, die einen Raub machen wollen. Oder jemanden, etwas, weiß nicht. Mit einem. Ne, wo sind die? Ich dachte, das wäre der hier. Dann fahre ich hier mal drumherum. Wahrscheinlich sind die auf der anderen. Ja, da sind sie ja schon. Bitte einmal rechts ranfahren da vorne. Oh, weißer Bus ist jetzt nicht so schlau, die Idee von mir. Was macht der denn da vorne? Wohl, was macht hier die Abschlepper? Ist auch die Frage. So. Ich gehe, nimm mal die Hand an die Waffe. Einen wunderschönen guten Tag. Was machen Sie? Wer sind Ihre Passagiere? Die habe ich vom letzten Busstopp mitgemacht. Wir haben einen Anruf bekommen, dass sie eine Bank ausrauben wollen. Ist das richtig? Aha, lustig, Sir. Kann nichts mehr sagen. Gut, dann würde ich aber mal Sie bitten, mir alle Ihre Dokumente zu geben. Sehr nett, Dankeschön. Werde ich einmal Ihr Fahrzeug noch überprüfen und dann dürfen Sie sonst auf. Nee, warte, da fordere ich wahrscheinlich die Fahrzeugversicherung und nicht die. Ob die noch gültig ist. Guten Tag, wir sind hier in NRW unterwegs heute. Ein schöner EMF-Wagen.
target is 10-4. Gut, dann dürfen Sie weiterfahren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wir haben keinen Grund, hier aufzuhalten, also fahren wir weiter. So, da ist jetzt eine Verfolgung. Dränge ich mal vor. Wir verfolgen ein Fahrzeug. Was für ein Fahrzeug? Weiß ich Gott, wie fahre ich? Weiß ich leider nicht. Ich komme auch nicht hinterher. Ah, ein tiefer gelegt ist, also eine tiefe Säule. Dann hole ich mal ein paar Streifen dazu. Ich habe übrigens jetzt auch meinen Polizeicomputer gefixt. Ich hatte mal wieder eine Datei verschoben beim Modden. Oh ne, bitte nicht den Hafen verlassen. Ach komm, natürlich verlässt er den Hafen, das war doch klar. Anhalten, Polizei. Anhalten, Polizei. Oh, jetzt zieh ich den raus. Runter auf den Boden. Nehmen Sie die Hände hoch. Kümmert ihr euch um den? Kümmere ich nicht mit dem Kollegen hier um den hier. Ich hätte fast den Kollegen angeschossen. Nee, wir sind NRW-Polizei, aber egal. Jetzt reicht's mir langsam. Ich kann schon nicht mal ordentlich schießen. Ich drück ab, wenn ich muss. Also runter auf den Boden. Vorher hab ich festgenommen, der Herr. Ihr könnt alle abgehen. Ich nehme hier mal mit zu den anderen Leuten. Ich hoffe, der wird noch bewacht. Und der kann jetzt nicht flüchten. Das wäre sonst echt doof. Hey, klaut nicht meinen Bus, sonst bin ich sauer. Dann gehe ich mal in meinen Bus. Ja, hup nicht dahinter. Dann stelle ich mich mal mit Warnblinker hier hin. Seid doch mal nett. So, sie holt jetzt, die holen jetzt beide ab, hoffentlich. Ja, holen die beide ab. Gut, dann kann ich erfahren. Dann fahre ich nämlich wieder. Fahre ich, glaube ich, mal ins Industriegebiet rüber. Wir sehen uns dann gleich. Schon den nächsten Einsatz, und zwar weiß ich nicht genau was, auf jeden Fall sollen wir da kurz zwei anfahren. Da beeile ich mich mal ein bisschen. Was ist denn hier? Oh, ein Besoffener. Hol ich mir mal eine Waffe raus. Weil Sicherheit geht vor, ne? Hallo. Ja, fahren Sie doch nicht so knapp. Hä? Hallo, ich habe ihn noch gestoppt. Gib mir mal deinen Ausweis. Dankeschön. Hallo, stehen bleiben. Bist du mit einer Waffe rumgelaufen? Ach komm, dann jetzt runter auf den Boden sofort. Ich schieße. Das ist mir egal. Oh nee, sag es nicht, da kommen welche, ne? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit.
Natürlich passiert das immer, ne? Fahr weiter. Fahrt ihn vielleicht mal um, das wäre sehr nett. Das sind tatsächlich die Gegner. Ah, das ist schlecht. Dann lauf doch mal hin, komm. Oh Gott, das war so knapp. Ah, Kollege, hilf mir. Dann kann ich aber den letzten wenigstens noch festnehmen. Oh, oh, danke dafür, Digga. Wenn ich jetzt sterbe. Ja, sorry, wenn sie da reinlaufen. Kann ich da nichts für. Junge, was ist denn das? Du bleibst jetzt stehen, runter auf den Boden und knallst. Aber hier, aber jetzt wirklich. Ich wollte dich nicht anschießen, ich wollte eigentlich nur auf den Boden schießen. Jetzt runter auf den Boden. Jetzt reizt mir langsam. Fucking creep. So, sind festgenommen, der Herr. Gegen Schießen auf Bomben. Nimmst du ihn mit? Ja, du passt auf ihn auf, ne? Gut. Deswegen gehe ich mal wieder in mein Auto und fahre Richtung Hafen. Oder ich kontrolliere mal jemanden. Wie zum Beispiel den Taco Van hier. Könnte ja auch Drogen in sich haben. Taco, hat der denn ein richtiges Kennzeichen? Target Vehicle License Plate. Ja gut, komm. Ich fahre wieder zum Hafen und überprüfe deine Autos. Bis gleich. Wunderschönen guten Tag. So, geben Sie mir den Ausweis bitte. Ich werde es mal überprüfen. Dankeschön. Mal schauen, vielleicht hat er was auf dem Kerbholz. Bubba Williams. Bubba, gut. Das war wohl der von gerade eben. Der Leroy. Haftbefehl für Besitz von Einbruchs. Gut, dann. Passt das ja. So, der Herr. Ich muss sie leider mitnehmen. Oder mitnehmen lassen. Drehen sich bitte um. Sie sind vorläufig festgenommen. Sie werden nämlich schon gesucht. Wegen Besitz. Na, sie bleiben mal hier. Bleiben Sie stehen oder ich werde das Feuer öffnen. Stehen bleiben. Gehen wir mit dem Tisch. Stehen. Und auf den Boden. Nehmen Sie sofort die Hände in die Höhe. Sofort die Hände hoch. Ja, genau so macht man das richtig. Dann werde ich sie mal durchsuchen. Gut, dann können sie auch abgeholt werden. Übrigens, Leute, ich hätte mal Bock auf ein paar Folgen CHP. Hättet ihr auch Bock darauf? Ich habe nämlich ja für den einen Stream schon mal angefangen zu modden, da war noch nicht alles fertig. Aber ich hätte jetzt schon so ziemlich alles fast fertig. Mach deine Sirene aus. Und wenn ihr darauf Bock hättet, könnten wir das gerne mal machen. Gut, da vorne hinten wird er abgeholt. Dann fahre ich mal weiter und überprüfe die ein oder anderen Fahrzeuge hier. Yoga, jetzt denke ich an Yoga. Target View. Runa. Hen, Dave, 9, 3. Target is 10. Kurz abgelaufene Zulassung, der wird gleich abgeschleppt. Ja, 9, 9er. Sei leise. Target is 10. Gut, der Ruina wird abgeschleppt. Abschleppdienst, Flachbett. Oh. Ich wollte den Wagen jetzt nicht drehen, das tut mir leid. Bitte einmal einen Abschlepper hierher. Wenn ihr Bock habt, kann ich ja gerne mal so Abschlepper fahren.
Hattet ihr Bock drauf? Ich werde die Frage vielleicht auch oder wahrscheinlich auch nochmal im Discord stellen. Da würde ich das UP nämlich von Maxi rein benutzen, weil das habe ich jetzt mal gefunden. Ich habe nämlich sonst... Oh, ne, ist noch nicht kein Einband. Ich habe nämlich bis jetzt immer das alte UP von Max Designs benutzt. Ja, ich hab Stopps. Können gleich anhalten. Der Wagen wird gleich stillgelegt. Weil der hat... Bis jetzt eine Verkehrskontrolle, keine Flucht. Oh nee, was macht er denn jetzt? Oh nee, bitte nicht. Wie fährst denn du? Kannst du mal fahren lernen? Hallo. Einfach mal Stoppschild überfahren. Ja, sorry, Herr Abflepper. Junge. Ey, wenn der das selber nicht schafft. Jetzt ist das Problem, dass ich mich hier auch noch hinstellen muss. So. Wunderschönen guten Tag, der Herr. Bitte einmal alle Ihre Dokumente. Yep, Kiflan. Sehr nett, Dankeschön. Ich werde Sie schnell überprüfen. Thanks. Bleiben Sie einfach hier. Jake Sanchez, Fahrerlaubnis entzogen. Gut, dann werde ich ihn hier wegen Fahren ohne Führerschein. Dann ist das ja eigentlich abgelaufener Führerschein. Ne, abgelaufen nicht, ne? Gut, dann hat sein Auto Unterbodenbeleuchtung. Das gibt dann einen Eintrag und das werde ich hier auch Urteil anzeigen. Ja, ja. Ihr Auto wird stillgelegt, wenn Sie mich schon hört kennen. Ihr Auto wird kein Zentimeter mehr. Außerdem kriege ich noch 1450 Dollar von Ihnen. Ja, sorry, Euro. Das sind ja in Deutschland. Dann kommen Sie mal wieder raus. Ihr Fahrzeug wird jetzt stillgelegt und Sie, weil Sie ohne Führerschein gefahren sind, festgenommen. Wir kommen auf jeden Fall mal mit aufs Kommissariat. Weil da noch was anderes besprochen wird, kann ich ja nichts dafür, aber sie kommen damit auf jeden Fall mal hin. Einmal einen Abschleppdienst bitte. Dankeschön, sehr nett. Die Kollegen kommen schon, wie es aussieht, da fahren sie. Alle fahren sie sehr gerne den Bundespolizei T6. Kann ich verstehen, das ist ein sehr schönes Fahrzeug. Dann würde ich sagen, schaue ich nochmal und wir sehen uns dann gleich. So, da haben wir schon den letzten Einsatz für die heutige Folge und zwar ein gestohlenes Fahrrad. Ich weiß zwar nicht genau, was ich da machen soll, weil ich will den jetzt eigentlich einfach runterrammen. Warte, vielleicht kann ich den ja anhalten. Ah, der, ich kann den anhalten, gut. Das war sehr, sehr knapp. Vielleicht hält er ja sogar an. Tut er irgendwie nicht. Folgen Sie mir mal einfach hier rauf. Dann bleibe ich immer so stehen. Werde ihn mal befragen. Guten Tag, der Herr. Einmal alle Ihre Dokumente. Sie wissen, dass das Fahrrad, was Sie gerade fahren, als gestohlen gilt. Gut, dann werde ich Sie einmal schnell überprüfen. Bleiben Sie bitte hier sitzen. Gut, das ist eine Fahrzeugdatenbank. Gut, es ist kein Fahrzeug da, das ist das Problem. Gut, was soll ich jetzt hier machen, ist die Frage. Also, wie es aussieht, soll ich sie von ihrem Fahrrad runterholen und das Fahrrad soll ich natürlich mit dem... Ich kann die Versicherung dafür anhalten, ach egal. Ich lasse es abschleppen. Und sie, wir sind wegen Diebstahls vorläufig festgenommen.
So, dann werde ich sie mal abholen lassen. Und dann würde ich sagen, was das für die heutige Folge mit dem schönen T6 von DFL. Danke an DFL nochmal, dass ich den heute testen durfte, sehr nett. Da wird dann noch die nächsten Tage zum Download bereitgestellt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Like, Abo und die Glocke nicht vergessen, schreibt einen Kommentar. Und ist übrigens noch der DFL-Discord verlinkt und auch mein eigener, kommt da sehr gerne drauf. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.